Spritsparend Campervan fahren. Genau darum geht es in diesem Video und die Frage ist, wir als Camper, der höchste Anteil, den ich haben kann zum Thema Nachhaltigkeit, ist ja der, weniger Diesel zu verbrauchen. Und wie genau das geht, dazu kann nicht ich euch helfen, sondern dazu hilft uns der Christian. Christian, ich grüße dich. Hallo, hi. Hi. Ich habe immer ein gewisses unangenehmes Gefühl, wenn ich neben einem Fahrlehrer sitze. So kommt es schon aus meiner Fahrschulzeit. Ich hoffe, heute kriegen wir das ein bisschen lockerer hin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir kennen dich von der Wohnmobilfahrschule und ihr bietet eben auch nicht nur für Kastenwagen, sondern auch für größere Fahrzeuge Intensivkurse mit an. Wir sprechen hier jetzt aber über die 3,5 Tonnen Fahrzeuge, die man mit einem normalen Führerschein fahren darf. Aber wir haben ja total viel verlernt beim Fahrzeugfahren. Wir schalten sicherlich viel zu spät hoch, wir beschleunigen viel zu hart. Was genau muss ich im Groben beachten, damit ich das Spritsparende angehe? Genau, also du hast es schon richtig getroffen. Man verlernt ja auch viel nach der Fahrschule. Merke ich auch bei meinen Freunden immer. Ja, es gibt ja, also das Grundprinzip ist mal ganz, ganz stark das vorausschauende Fahren. Ist ganz, ganz wichtig, weit gucken. Und es gibt halt die vier Fahrwiderstände, die den Spritverbrauch auf jeden Fall beeinflussen. Darüber können wir jetzt auf jeden Fall reden. Und ja, wenn man darauf ein bisschen achtet, kann man auch relativ viel sparen, ja. Gut, das eine, was ich kenne, das ist der Luftwiderstand. Und je fetter mein Wohnmobil ist, ich fahre ein H3-Dach, umso größer ist das Ganze auch. Was muss ich dabei beachten? Genau, also Luftwiderstand heißt es ja schon, der Widerstand, wogegen das Wohnmobil oder der Kastenwagen ankämpfen muss bei der Fahrt. So ein Kastenwagen, weiß ja jeder, ist ja ein Karton auf vier Rädern. Und das ist natürlich für den Fahrwiderstand oder Luftwiderstand relativ schlecht. So ein kleiner Vergleich, beschleunigen wir vor Autobahn von 120 auf 130, fahren dann die ganze Zeit 130, steigert sich der Spritverbrauch zwischen 10 und 12%, dann verbrauchen wir mehr Sprit zu 120, zu 130 km/h. Okay, und das ist eben größtenteils dem Luftwiderstand geschuldet. Wie kann ich den jetzt reduzieren? Mache ich da tolle Spoiler dran oder wie geht das? Wenn man Spoiler hätte, LKWs haben das zum Beispiel zum Einstellen, aber so Kleinigkeiten, wenn man jetzt die Dachluke oben auf hat, sollte man ja nicht, aber diese kann man ja immer zumachen. Wenn man vielleicht einen Träger hinten dran hat, den man nicht unbedingt braucht, den man relativ schnell abmachen kann, den abmachen, alles, was den Luftwiderstand beeinflusst, was man nicht braucht von außen, ab. Ist natürlich relativ schwer beim Kastenwagen, ich weiß, aber vielleicht gibt es da so ein, zwei kleine Möglichkeiten. Okay. Die Markise zu Hause zu lassen, so Dinge jetzt aber nicht. Kann man machen, aber will man, glaube ich, nicht. Okay. Gut, das nächste ist der Rollwiderstand. Ist da viel rauszuholen? Ja, auf jeden Fall. Das ist das ganz oder der entscheidende Punkt beim vorausschauenden Fahren. Vergleichsweise mit dem Fahrrad wieder so ein Beispiel, ein kleines. Fahre ich vom Stand aus an, ist das schwerer mit dem Fahrrad anzufahren, als wenn man schon rollt. 3, 4, 5 km/h. Sieht man ja, erster Punkt, Fahrgeschwindigkeit ganz wichtig. Fahrzeugmasse. Wiegt mein Auto gerade 3 Tonnen oder 3,5 Tonnen? Ne? 500 Kilo müssen mehr bewegt werden. Reifendruck kann man auf jeden Fall beeinflussen. Ja, und Beschaffenheit der Straße. Um das jetzt ein bisschen in Relation zu kriegen, ja. 3,5 Tonnen ist das zulässige Gesamtgewicht. Wir schleppen natürlich immer ziemlich viel mit uns rum. Vielleicht auch eine Gasflasche, die noch zu viel ist, vielleicht das ganze Campingmobiliar. 200 Kilo weniger, wie viel machen die letztendlich im Spritverbrauch aus? Bis zum halben Liter. Okay. Ohne Probleme, ja. Dann das Thema Reifendruck ist hiermit angegeben. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ich fahre nur mit 3,8 Tonnen, denn achslastmäßig ist genau das eben auch erlaubt. Und auf der anderen Seite wäre aber mehr Druck, mehr Luftdruck, ich glaube 5 Bar steht in der Bedienungsanleitung mit drin, für den Spritverbrauch besser, oder? Ja, also für den Fahrkomfort ist natürlich, wenn ein bisschen weniger Luft ist, dass das Fahrzeug ein bisschen einfedert, sage ich einfach mal. Aber für den Spritverbrauch sollte man auch auf jeden Fall die 5 Bar nehmen. Dann rollt der Reifen einfacher. Wie beim Fahrrad ist der Reifen vom Fahrrad besser aufgepumpt, kann man leichter mit dem Fahrrad fahren, genauso wie beim Auto. Das macht jetzt auch nochmal ein Zehntel Liter aus, oder wie viel ist das? Ja, ich würde mal sagen, also das ist ein ganz entscheidender Faktor, ein großer Faktor, so ein halben Liter auf jeden Fall. Okay. Das Thema mit der Lenkgeometrie und der Spurenstellung kann ich wenig beeinflussen bei Beschaffenheit und Zustand der Fahrbahn. Klar, da nehme ich natürlich am liebsten die geraden Autobahnen, aber da habe ich sonst auch wenig Wahlmöglichkeiten, oder? Ja, vielleicht die Route ein bisschen kann man vielleicht besser planen, aber grundsätzlich fahren wir in Europa auf Asphalt und nicht auf Sand. Ne? Das ist
Du hast uns noch mehr wieder mitgebracht und das ist der Genau. Steigungswiderstand. Aber bevor wir das machen, vielleicht setzen wir uns erstmal in so ein Auto hinein. Du weißt ja, ich mache diese 360-Grad-Videos. Das ist Ja. jetzt mal ein Fahrzeug Ducato. Vielleicht setzen wir uns auch auf die richtige Position. Wir sind zwar falsch herum, aber immerhin, das sollte ausreichen. Und dann fahre ich mal los. So, diese typische Fahrweise jetzt durch die Stadt. Vielleicht da, was ist da so dein Tipp? Wann Immer ganz schalte wichtig, ich? genau. Schalten, also ich vergleiche das, jeder ist schon mal mit einem Automatikfahrzeug gefahren. Ja. Automatikfahrzeuge würde ich sagen, innerhalb 50 km/h schalten im vierten oder sogar im fünften Gang teilweise. Was ich so als neutraler Schalter, wenn ich per Hand schalte, noch gar nicht mache. Aber das Getriebe ist natürlich optimiert. Wir könnten theoretisch mit einem handgeschalteten Auto auch im vierten oder fünften Gang fahren. Ja. Also Drehzahl runter. Die Drehzahl heißt ja nur, als Beispiel 2000 Umdrehungen heißt ja nur 2000 Einspritzung von Diesel oder Benzin in einer Minute. Habe ich nur 1500 Umdrehungen, habe ich 500 Einspritzung weniger in einer Minute. Macht sich irgendwann auch bemerkbar. Okay. Also grob gesagt, oder Gänge hoch, Drehzahl runter, kann man sich merken. Jetzt fahre ich mit diesem Auto gerade mal auf geradem Terrain. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wenn ich jetzt im Gebirge unterwegs bin und Ja. ich muss den Berg hoch, fahre ich möglichst schnell, fahre ich langsam? Wie agiere ich denn da am besten, um mit möglichst wenig Sprit oben anzukommen? Also man kann sagen, die Faustformel möglichst schnell den Berg hoch. Ja, nicht rumeiern, auf gut Deutsch gesagt, möglichst schnell den Berg hoch. Wenn man oben den erreicht hat, hat man es geschafft, in Anführungsstrichen. Wichtig ist, am Berg, wenn man in der Steigung ist, nicht schalten. Weil was passiert, wenn man schaltet? Das Auto verliert kurz an Kraft und ja, man wird langsamer. Und dann braucht das Wohnmobil oder der Kastenwagen noch mehr Kraft, nachher hochzukommen. Also vor der Steigung den passenden Gang schalten. Man sagt, oder die Faust, was heißt die Faustformel, es wird ja gesagt, grüner Bereich ist spritsparend fahren, roter Bereich ist immer doof. Wenn man Kraft braucht am Berg, immer im gelben oder orangenen Bereich fahren. Dann möglichst schnell hoch, auf jeden Fall. Okay. Wenn wir schon mal beim Bergfahren sind, beim Runterfahren gibt es ja auch bestimmt einiges zu beachten. Wie mache ich das? Ich kenne das noch, dass man bei den PKWs eben sowas wie eine Schubabschaltung hat. Das heißt, wenn ich runterfahre, den Gang reinmache, brauche ich null Sprit. Bei meinem Ducato ist das anders. Da wird eben angezeigt, dass ein gewisser Verbrauch da ist. Was ist der beste Ja, Weg? also viele meinen ja, man kuppelt aus, man lässt den Berg runterrollen. Klar, wenn da freie Fahrt ist, kann er blitzen, kann man es vielleicht machen, aber wie ist es im echten Leben vielleicht? Berg runter ist 100 km/h, dann kuppelt man aus und wird schneller 110 oder 20 oder 30 und dann kommt die Blitze. Verschleißfreies Fahren heißt für mich auch schonendes Fahren für die Bremsen und so. Jeder kennt die Motorbremse. Hohe Drehzahl, hohe Bremsleistung. Vielleicht schaltet man dann wieder den Gang runter, im orangenen Bereich die Drehzahl und lässt das Auto einfach rollen. Das Auto bremst automatisch ab mit der Motorbremse. Man gibt kein Gas, man verbraucht relativ wenig Sprit und man wird nicht geblitzt. Okay, also das hat dann eben auch gewisse Vorteile. Genau, Gut. auf jeden Fall. Das Letzte, was du uns mitgebracht hast, das ist noch ein Widerstand, der Beschleunigungswiderstand. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Genau, der Beschleunigungswiderstand. Kurzer Vergleich wieder als Fahrradfahrer. Wenn ich an der roten Ampel stehe, aufs Fahrrad aufsteige und losfahre, brauche ich mehr Kraft, als wenn ich noch 10, 20 km/h, okay, mit dem Fahrrad 10 km/h noch rolle. Das Geheimnis beim Autofahren oder beim Kastenwagenfahren, das Fahrzeug immer am Rollen behalten. Wenn man vom Stand aus beschleunigt, dann braucht das Fahrzeug diese PS-Zahl oder was auch immer, die Kennziffern. Wenn so ein Fahrzeug einmal rollt, braucht er wesentlich weniger Sprit. Wenn man das so vergleichen würde, wenn man jetzt als Beispiel von 0 auf 50 beschleunigt, braucht man erstmal grob jetzt, wenn man dann oder von 0 auf 50 beschleunigt und man sich dann im Bordcomputer anguckt, wie viel Sprit braucht mein Fahrzeug überhaupt, steigt er schnell auf 20 Liter, weil ich von 0 auf beschleunige und relativ stark drauf trete. Wenn mein Fahrzeug rollt, trete ich gar nicht so stark drauf, verbrauche ich wesentlich weniger. Also der Beschleunigungswiderstand ist einfach von 0 auf eine gewisse Geschwindigkeit. Also immer das Fahrzeug in Bewegung halten. Das ist das vorausschauende Fahren unter anderem, ja. Ja. Jetzt kenne ich verschiedene Einstellmöglichkeiten von ökonomischem Fahren. Ich habe das an meinem Ja. Automatik, da kann ich die Taste auch drücken für Eco. Dann schaltet der früher. Das ist eine Möglichkeit. Das andere, was ich noch von meinen alten Navigationssystemen her kenne, ist, da kann ich sowas wie ja, so ein Öko-Profil dann eben ermitteln. Und ja, das gibt es alles gar nicht mehr. Was hast denn du da an Tipps, was eben zu machen ist? Möglichst wenig die Bremse treten. Das habe ich jetzt schon mal mitgenommen. Noch Ja, mehr? genau.
Man sollte sich die Strecken aussuchen, die man meistens gleichmäßig fahren kann, nicht viel bremsen muss, nicht viel beschleunigen muss. Und das ist halt so in Europa natürlich die Autobahn. Kennt man vom Autofahren, wenn man immer in der Stadt fährt, bremsen, Gas geben, bremsen, Gas geben. So ein Wohnmobil, so ein Kastenwagen, ich sag mal, der hat 150 PS, so ein Ding. Der braucht die 150 PS, um das Fahrzeug von 0 auf 100 zu beschleunigen. Wenn er einmal auf der Autobahn fährt und 120 fährt, braucht er vielleicht 60, 70 PS. Das ist halt das Geheimnis, dass das Fahrzeug einfach in der Bewegung bleibt. Das kann man am besten auf der Autobahn. Auch vielleicht, wenn der Weg 5 Kilometer länger ist, Sprit spart man dadurch trotzdem, wenn man gleichmäßig fährt. Okay. Ich hatte gestern den Fall, da wurde mir eine alternative Route angezeigt bei Google Maps und die war 2 Kilometer kürzer, aber hat 2 Minuten länger gedauert als denn der Weg über die Autobahn. Du würdest den Weg über die Autobahn präferieren, oder? Ja, also erfahrungsgemäß schon, wenn man vielleicht die Landstraße kennt, vielleicht kann man sich darüber streiten, aber man ist ja oft unterwegs mit einem Wohnmobil und Kastenwagen, um was ganz Neues zu erleben. Auf der Autobahn weiß man, man kann gleichmäßig fahren. Okay. Welche Rolle spielt der Tempomat während der Fahrt? Also ein Tempomat ist natürlich ein super Ding mittlerweile. Der Tempomat ist ja dafür da, um die Geschwindigkeit zu halten. Habe ich gerade erklärt. Und wenn man die Geschwindigkeit hält, fährt man automatisch gleichmäßig. Das ist natürlich eine super Situation. Und natürlich dann im höchstmöglichen Gang natürlich fahren. Ne? Es bringt nichts, wenn man im Tempomat 100 km/h fährt, als übertrieben gesagt im vierten Gang. Das Auto ist laut. Klar, man fährt gleichmäßig, aber die Drehzahl ist natürlich auch oben. Ne? Optimalen Fall, Drehzahl runter, Tempomat rein, man fährt gleichmäßig. Tempomat ist dafür eine super Sache. Okay. So, jetzt bietet hier eben an, auch einen neuen Führerschein zu machen für aufzulastende Fahrzeuge. Das hat natürlich auch gewisse andere Nachteile, die wir auch schon mal dargestellt haben. Man braucht einen neuen Führerschein, das ist das eine. Davon profitiert ihr natürlich, was ja auch euer gutes Recht ist. Aber eben auch andere Geschwindigkeiten, die man dann fahren darf. Hat das insgesamt einen Vorteil, dass man dann eben auch langsamer unterwegs ist mit diesen aufgelasteten Fahrzeugen? Ja, habe ich ja gerade vielleicht so erklärt. Beispiel von 120 auf 130, 10, 12% mehr Spritverbrauch. Mit so einem Wohnmobil über 3,5 Tonnen darf ich auf der Autobahn nur 100 fahren. Das kann schneller, aber ich darf nur 100 fahren, also verbrauche ich auch weniger Sprit. Okay. Ne? Aber andersrum ist das Fahrzeug auch schwerer. Also irgendwie hält sich das überall in der Waage. Ja. Gut, okay. So, jetzt ist es bei uns gute Tradition, dass in unserem Adventskalender der Gast, der Christian Feldkamp, hier von der Wohnmobilfahrschule Dialog, so heißt das Ganze aus Notteln, vielleicht den ein oder anderen Tipp auch zum Abschluss noch an uns bringt. Was würdest du knapp gesagt an Tipps für uns zur Nachhaltigkeit mit auf den Weg bringen? Auf jeden Fall vorausschauendes Fahren, Drehzahl runter, Gänge hoch und ja, einfach mal ein bisschen darauf achten, vielleicht mal auf seinen Bordcomputer. Man fährt einfach immer so, die Fahrzeuge können mittlerweile so viel und es ist sehr leicht umzusetzen. Okay, Christian, ich danke dir. Ciao. Danke, dass ich da sein durfte. Ciao. Gerne.